Regisseur dieses Films, ein großartiges, sehr meditatives Werk über die Planstadt Orbis, die in die Steppe in der inneren Mongolei gebaut wurde. Du bist dort hingeflogen und hast dort diese magischen Bilder gefilmt. Erzähl uns doch bitte nochmal, was die Planstadt Orbis bzw. Kangbashi ausmacht. Mache ich, also Drehbuchautor, Entschuldigung, ist ein bisschen falsch, das ist ein Dokumentarfilm, also das Ding ist echt, das steht da wirklich so rum. Das ist in der Wüste Gobi, so ungefähr 1000 Kilometer westlich von Peking und 500 südlich von der mongolischen Grenze, also mitten im Nichts. Da gibt es keine Infrastruktur, kein Gewerbe, keine Industrie in der Nähe. Aber Immobilienspekulation ist so das Geldanlageding in China gerade, weil eine riesengroße Landflucht ist und in der Stadt werden die Immobilien immer so 10-15% teurer pro Jahr. Und da war die Annahme von einigen verrückten Investoren so, naja, dann funktioniert das in so einem Gebilde ja auch. Und das Krasse ist, es funktioniert halt wirklich. Also da werden Leute wirklich steinreich mit dieser Stadt. Weil solange alle Leute daran glauben, solange funktioniert das. Ne? Und jeder, der da drin Geld hat, der sagt dann halt natürlich nicht, naja, ich habe da eine Immobilie, das wird irgendwann auch platzen, so kauft mir das bitte ab. Ne? Also macht ja niemand. Ja, genau, die Stadt wurde gebaut als Folge des Gas- und Kohlebooms dort in der Gegend. Also da wurden große Vorkommen gefunden, daraufhin wurde diese architektonisch aufwendige Planstadt da hochgezogen. Wie du ja auch schon im Vorspann sagst, für 2 Millionen Einwohner gebaut, real leben dort 5000, so nach den Informationen, die ich habe. Wie war es, durch diese leeren Straßen zu ziehen und mit der Kamera dort zu filmen, diese Stille, dieses... Also das war auf jeden Fall ein Erlebnis. So, ich war zu der Zeit auch gerade frisch getrennt und das macht sehr interessante Sachen, dann mit dem Kopf halt einfach irgendwie 6 Stunden lang quer durch eine Stadt zu laufen und keinen Menschen zu treffen. Das Ding war, wir hatten natürlich keine Drehgenehmigung für das Ding, so, das ist in China halt ein relativ heißes Eisen. Deswegen bin ich erstmal 2 Wochen lang komplett alleine da gewesen und habe erstmal geguckt halt irgendwo, ne, wo gibt es Hotels, wo können wir da irgendwie unterkommen, wo kriegen wir einen Übersetzer her, wie viel Security, wie viele Bullen sind da. Das sind sehr viele Bullen da, sehr viele Kameras, sehr viele so Private Security Firmen. Ja, das halt erstmal die ersten 2 Wochen, das war ziemlich abgefahren. Und dann ist meine Kamerafrau runtergekommen und ich war wahnsinnig froh, hab die zugelabert und irgendwie so auf der Rückreise, auf der Fahrt dahin, meinte sie dann so, oh, komm, hör doch mal auf zu reden, Mensch, du bist eine Labertasche. Und ich so, ich habe 2 Wochen lang mit niemandem gesprochen. Und dann hatten wir relativ tolle 2 Wochen da auch noch und sind zum Glück auch heile rausgekommen. Man sieht das ja auch auf den Bildern, die einzige Bewegung sind diese Vögel oder die Flugzeuge, die dann hinter den Towers vorbeiziehen, dass man schon an andere Bilder denken muss. Schön, das hat jemand erkannt. Genau, und dann kommen sie aber doch nach einer halben Ewigkeit wieder hervor. Du hast diese Bilder mit einer Erzählung von Michael Ende unterlegt, die schon aus dem Jahr 1982 stammt. Der helle Wahnsinn, also man sieht daran, wie visionär Literatur auch sein kann. Und dann auch noch mit Musik, mit isländischer Musik, das wirkt ja fast wie ein Kommentar dann auch zu dem ganzen Thema. Ja, also die Geschichte ist aus einem Kurzgeschichtenband von Michael Ende namens Spiegel im Spiegel, ein Labyrinth. Gibt es als Taschenbuch, kann man sich bei Amazon sogar mittlerweile kaufen, kann ich sehr empfehlen, weil wer denkt, dass Michael Ende nur Kindergeschichten geschrieben hat, der liegt da. Also in der Geschichte gibt es eigentlich auch noch irgendwie eine Sexorgie mit einem verkrüppelten Typen auf der Empore, dem die Augen ausgestochen waren und ihre Münder in einem unhörbaren Schrei verbunden. Also das geht teilweise richtig ab. Also ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen. Also wirklich so, wenn man irgendwie krank zu Hause liegt, so, das ist genau das richtige Ding dafür. Da freut man sich dann irgendwann wieder auf die Welt nach draußen zu gehen. Und Hildur kannte ich schon mal, habe ich auf dem Festival kennengelernt und hat ihr damals schon davon erzählt und hat uns dann quasi so die ganzen Einzelspuren von dem Track geschickt, dass wir das nochmal neu abmischen können. Und die Mischung war eigentlich schon fertig, bevor das Label da irgendwie schon davon wusste.
ja auch faszinierend ist ja, dass anscheinend die ersten, die über diese Stadt berichtet haben, Al Jazeera waren, ne? Ja, also ich war nicht der Erste da, das stimmt. Also ich habe so einen 1 Minuten 30 Clip im Internet gefunden von denen. Das war halt so ein Wirtschaftsteil, so von wegen, wenn ihr da investieren wollt, macht's nicht. Und da dachte ich dann so, naja gut, okay, da kann man so ein bisschen mehr draus machen als irgendwie nur eine Wirtschaftsmeldung. Ja, und das haben wir gesehen, das ist sehr gelungen und ich freue mich auch sehr, dass dieser sehr nachdenkliche Film es auch in das Abschlussprogramm geschafft hat. Ich war gestern wahnsinnig überrascht. Also, als ruhiger, meditativer Moment, als Blick auf die Wirtschaftskrise, wie auch immer man das jetzt interpretieren möchte, auf die sich neu aufbauenden Blasen. Und ja, wir freuen uns, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, ich mich auch. Dankeschön. Filme insgesamt. Ja. 21 Länder insgesamt. Und der Gewinner ist Konrad Kästner. Konrad, dann müssen wir mal schaffen. Komm nochmal zu. Ja, wir sind auch ganz ähnlich in diesen Tagen stark. Aber der Mann ist kein Verdienst. Wir haben ja auch einen großen Schutzplatz gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben hier zwei Arbeitsplätze. Kommt doch bitte. Kommt doch bitte. Kommt doch bitte. So. Oh Leute, ist das geil. Ja, weitere von Sieger. Dass wir mal einen Publikumspreis gewinnen, hätte ich eigentlich nicht geglaubt. Und sogar nach vorne aushauen. Yes! Herzliche Gratulation!